Sonnenschein, feinste Kulinarik, eine zünftige Muse und ein traumhaftes Ambiente. Das waren die Zutaten für ein stimmungsvolles 12. Neuberger Marktfest in den Höfen des Stiftes. Das ist ein Privatbesitz. Früher war das Bundesforste das ganze Stift. Jetzt hat es der Franz Eigner erworben vor langer, langer Zeit. Und zum Glück habe ich so ein gutes Einvernehmen mit ihm. Und er ist auch richtig stolz und hat mir sogar heuer angerufen und gesagt, bitte Peter, mach das Marktfest, weil das ist eines der schönsten Feste ganz österreichweit. Und das ist einfach wirklich wunderbar, dass der Besitzer selber dahinter steht. Und die Räumlichkeiten und die Höfe, das ist einfach einzigartig. Und darum haben wir auch so einen guten Anklang. Und guten Anklang findet das Neuberger Marktfest auch bei den zahlreichen örtlichen Vereinen. Die Gemeinde stellt die Infrastruktur für deren Ausschank kostenlos zur Verfügung und ermöglicht so einen Zuverdienst für das Vereinsleben. Das Marktfest selber ist ganz wichtig, dass die Vereine mitmachen. Und die Vereine ist auch ganz wichtig, dass sie sich präsentieren können in einer Vielfalt, wo es alles eigentlich gemacht werden kann. Und das ist einiges. Neben einem Schießstand oder einem Oldtimer-Traktor haben die Vereine aber vor allem für die kulinarischen Highlights gesorgt. Kulinarik haben wir die Jagdlederhosen. Das ist ein Folien-Erdäpfel mit Schnittlauchsauce und Gemüse und drauf an Hirschrücken oder Gamsrücken. Oder unseren Jagdhund, das ist ein Hotdog mit einem Rehwürstel. Also wir sind der Tennisverein Neuberg, neben uns ist der Tennisverein Kapellen. Kapellen hat die Getränke und wir sorgen für das Kulinarische. Wir haben Grillkotelett, Grillwürstel und Pommes. Was viele zuerst nicht für möglich gehalten haben, wir haben eine Holzofenpizza und Leberkäse. Das ist eigentlich das, was wir da präsentieren. Und voriges Jahr haben wir 45 gemacht und das waren viel zu wenige. Jetzt haben wir heuer 92 Stück Pizza und die Hälfte ist schon jetzt schon verkauft. Für die musikalische Unterhaltung war heuer zum ersten Mal der Trachtenmusikverein Kapellen zuständig. Und der wusste genau, wie man für gute Stimmung sorgt. Ja, das sind die böhmischen Polkas. Also das sind ungeschlagen, sage ich jetzt einmal, böhmischer Traum, böhmische Liebe. Ein paar Gesangstücke mit dabei, es gibt da super Märsche. Es ist ein schönes Programm eigentlich, ein Frühschoppenprogramm. Schönes. Auch für die jungen Gäste war bestens gesorgt. Neben der Kinderfreunde Hüpfburg war vor allem der Stand des Naturparks Mürzer Oberland die ideale Anlaufstelle für die ganze Familie. Wir haben unsere Natur- und Landschaftsführer, die mit den Kindern basteln. Wir haben Informationen zum Naturpark, wir haben einen kleinen Verkaufsstand dabei. Wir haben Honigverkauf sozusagen beim Nachbarn. Also ein buntes Programm. Es gibt eine Führung durchs Stift. Es gibt eine Führung durch die Bergwerksgeschichte von Neuberg. Das wird vom Naturpark sozusagen organisiert und veranstaltet. Ja, also eigentlich ein ganz flottes Programm den ganzen Nachmittag durch. Und so gab es auch beim 12. Neuberger Marktfest in den Höfen des Stiftes wieder rundum zufriedene Gesichter.